Hey Leute, hier bin ich wieder, Maximilian, mit einem weiteren Video, und zwar die Kicker-Nachrichten noch schnell, bevor ich schlafen gehe, weil ich morgen wieder zur Arbeit wieder muss. Schalke macht Gewinn. Der FC Schalke 04 hat auf Konzernebene im ersten Halbjahr 2017 einen Umsatz von 119,2 Millionen Euro erwirtschaftet und den Vorjahreszeitraum 102,3 übertroffen. Köln traut um Rolf Herrings. Rolf Herrings, Ex-Torwarttrainer des 1. FC Köln, ist in der Nacht zum Freitag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren verstorben. Lukas Podolski hat mit Wiesel Kobe einen 2:0-Sieg in Niigata gelandet. Podolski traf mit seinem vierten Saisontor zum Endstand. Tribünenunglück, Tribünenunglück in Amiens. Beim Spiel des Aufsteigers der Ligue 1 gegen Lille ist eine Sicherheitsgel Geländer des Gästeblocks zusammengebrochen. 29 Menschen wurden verletzt, 5 davon schwer. Die Liga wird am Donnerstag tagen. Bastian Schweinsteiger wurde nach seiner Wadenverletzung beim 1:1 von Chicago Fire gegen FC New York City eingewechselt. Donnerstag hatte sich mit dem 4:1 in San Jose, hat sich Fire mit dem 4:1 in San Jose für die Playoffs qualifiziert. Beşiktaş Istanbul wird sich am 19. Oktober einen Disziplinarverfahrens wegen des Flutlichtsausfalls gegen RB stellen müssen. So, das war's und bis zu einem nächsten Video.